So, hallo und herzlich willkommen. Heute zeige ich euch einen Bunker, den ich vor etwa 2 Jahren gebaut habe. Ja, da ist das gute Stück. Ja, wie gesagt, ich habe den vor etwa 2 Jahren gebaut, also seid nicht zu wertend. Mittlerweile mache ich das schon um einiges besser, würde ich sagen. Aber man lernt ja mit der Zeit. Fangen wir an. Hier habe ich so eine Art Straßensperre benutzt als Rand. Und dann mit verschiedenen Fässern und Containern da auch noch so eine Art Lager gebildet. Und hier habe ich mit Styrodur die Mauer weitergezogen, dass sie zu kurz war, und mit Sandsäcken auch ergänzt. Und ich sehe gerade, dass ich hier vergessen habe anzumalen. Mache ich vielleicht irgendwann. Dann habe ich hier auch so eine Keramin-Gussform einer Waffenstellung, die war kaputt, deshalb konnte ich die haben. Hier seht ihr auch so mit Fässern und Patronenhülsen und so. Und die war eben hier gebrochen, deshalb konnte ich die haben. Und da habe ich dann einfach auch wieder mit Styrodur an der Seite noch wieder erweitert und das dann mit Sand überklebt und einfach angemalt, wobei es unten ja nicht angemalt ist, wie man vielleicht sieht. Dann geht es weiter wieder mit diesen Straßensperren, in der ich mit dem Bohrer auch Löcher reingemacht habe und auch noch zwei, drei Sandsäcke draufgeklebt habe. Nichts Besonderes. Ja, obwohl hier ist jetzt etwas Farbe abgeplatzt, aber das macht ja nichts. Dann auch hier wieder den Durchgang mit Sandsäcken versperrt. Kommen wir zum Bunker selber. Da habe ich zuerst auch wieder Styrodur genommen und den Bunker dann auch draufgeklebt und dann mit echtem Schiefer das dann so rundum geklebt. Und dann habe ich in die Lücken dazwischen noch mit Sand aufgefüllt. Hier sind zwei so Stufen und innen drin auch. Ja. Hier an der Seite ist noch eine Funkantenne, die ist leider abgebrochen. Dann habe ich hier innen als Dekoration auch noch eine Munitionskiste und eine Gasflasche. So, ja, das war es eigentlich schon wieder. Ich hoffe, euch hat das Gelände vielleicht gefallen und auch etwas Inspiration gegeben. Wir sehen uns jedenfalls hoffentlich morgen wieder. Bis dann. Ciao.